Der Renault Trafic Modelljahr 2023 mit was ganz Besonderem. Ja, denn dieses Fahrzeug hier hat eine Länge von 5,40 Meter. 5,40 Meter. Und hat quasi Maße wie ein VW-Bus. Also ich sag mal, ein langer VW-Bus, so ist langer Radstand ungefähr. Aber die Besonderheit ist, dieses Fahrzeug hat eine echte Dusche mit drin. Das bedeutet, man kann sich duschen. Das Duschwasser darf innen ablaufen. Genau, unten direkt mit Ablauf hier unter dem Holzverdeck nochmal versteckt. Das heißt, wir können hier einmal den Waschbeckenschlauch sozusagen mit rausziehen und da auch direkt hier drin duschen. Das ist wirklich so. Das Ganze ist, wenn das Dach geschlossen ist, eine Notdusche, so muss man sagen. Man duscht hier quasi gebückt, aber für Städtereisen, so Inkognito, Stealth-Camping, in der Innenstadt, ja, ich stehe, lebe mitten in der Stadt, ja, so ist das ganz krass, ja, kann man das Fahrzeug verwenden, um darin zu leben, quasi, zu duschen, auf Toilette zu gehen. Hier ist eine richtige Tedford-Kassettentoilette verbaut. Guck mal, hier hinten. Und hier vorne, das kannst du ausziehen und hast dann eine richtige Dusche mit drin. Das heißt also hier mit Brause allen drum und dran und kannst dich also hier quasi im Sitzen duschen auf der Toilette. Das ist die Idee, oder? Genau, ja. So, das heißt, ich kann also nicht nur eine Katzenwäsche machen, kann mich richtig einseifen zwischen den Beinen. Du weißt schon, wo überall, wo es normalerweise mit der Katzenwäsche nicht geht. Ja, das lieben ja die Leute nicht. Du kannst dich richtig abduschen, dir die Haare waschen und das Wasser, was kommt, darf auch hier ablaufen. Gell? Genau, das darf hier ablaufen. Ich hebe das auch gerade mal kurz an. Da haben wir hier unten nämlich direkt den Abfluss gesehen. Das ist ein richtiges Duschross, gell? Genau, da haben wir einen richtigen Duschross und unten mit dem Abfluss auch direkt dabei. Das heißt, man kann hier auch einfach ganz normal wieder heim duschen, das Ganze ablaufen lassen. Man kann die Toilette hier noch zur Seite drehen, um noch mal ein bisschen den extra Raum zu erzeugen. Was das genial ist, wenn ich unterwegs bin mit Kindern und die müssen aufs Klo, du musst nicht mitten im Auto auf Toilette gehen. Das heißt, so ein bisschen Privatsphäre hast du noch, denn hier nebenan wird nämlich direkt gekocht und damit, ich sag mal, das Ganze ein bisschen getrennt ist, hast du hier eine Schiebetür mit drin. Das kann man gerade mal zeigen. Die kannst du öffnen, auch von innen nehme ich an, Magnet. Genau, kann man von innen öffnen. So, die geht dann auf. Und wir können uns das Ganze ja mal von innen angucken. Du bist jetzt 2 Meter groß. Du hast mir gesagt, bitte zwing mich nicht, das vorzuführen. Besonderheit hier, ihr habt eine Truma 4 eingebaut. Und das ist in einem, ich sag mal, in einem VW-Bus-ähnlichen Modell. Wer hat denn da eine Truma 4 eingebaut? Jetzt mal ehrlich, da sind doch immer irgendwelche Dieselstandheizungen drin. Hier ist eine richtige Truma 4 drin. Hier ist eine richtige Truma 4 drin, wobei wir die Varianten hier auch mit der Dieselstandheizung anbieten. Das heißt, da gibt es beide Varianten. Aber ich würde sofort die Truma 4 nehmen, denn dann hast du beim Duschen nämlich warmes Wasser. Das ist cooler, ja. Genau, ja. Das ist nicht über Wärmetauscher. Also das Dach ist optional oder ist es immer dabei? Das ist immer fest mit dabei. Wir haben immer das Aufstelldach mit dabei, da auch mit einer Schlaffläche von 2 Meter auf 1,20 Meter. Also auch für Leute wie mich da oben sehr komfortabel zu schlafen. So ist das, ja. Auch hier empfehlen wir dann natürlich einen Topper. Das heißt, wenn man das länger benutzt und so weiter. Hier unten ist denn nur reines Wohnen oder kann man auch schlafen für Kids? Man kann tatsächlich auch hier unten schlafen. Der Tisch senkt sich einmal ab und schließt diese Lücke zwischen den beiden Polstern. Hier hinten das rechte Sitzelement, die rechte Rückenlehne, klappt sich auch nochmal nach hinten Richtung Lenkrad. Und somit haben wir auch da eine Schlaffläche von 1,90 Meter zu erweitern bis 1,30 Meter auf die Breite. Das sieht man hier. Das Ganze kann man hier runterklappen. Das können wir auch gleich mal zeigen. Das heißt, du kannst diesen Sitz vorne drehen oder wie läuft das? Oder klappst du es runter? Genau, der Sitz schiebt sich ganz nach vorne bis zum Lenkrad. Und dann zeig mal bitte, einmal ganz kurz. Also, geht nicht. Das ist aber nicht schlimm. Es liegt daran, ihr habt ja ein Ausstellungsstück, haben wir gerade vorbereitet. Aber ich zeige es euch mal, dass ihr das seht. Hier oben ist eine Klappe. Der Sitz geht ganz nach vorne, wird dann runtergedreht. Ja. Und dann geht die Klappe runter und dieses Polster geht nach rechts. Genau, so hat man also da die gesamte Sitzfläche genutzt, um da also auch die 1,90 Meter zu erzeugen. So, der Tisch wird abgesenkt und liegt hier stabil auf diesen Seitenauszügen mit drauf. Komm, wir gehen mal rein, dass du es gehst, weil wenn du 2 Meter groß bist, du kannst ruhig mal reinkommen. Es gibt bestimmte Höhen, da kannst du prima drin stehen, wie zum Beispiel im Kochbereich. 2 Meter ist natürlich extrem jetzt bei dir, bei dem Auto hier, aber es geht. Aber es geht und man kann auch hier noch gut mit arbeiten. Wir haben also hier auch schön eingelassen in einer großen Alufläche unsere 2 Kocher, das Ganze auch hier mit Piezo zünden, dass man sich da nicht irgendwie groß die Finger verbrennt. Wir haben auch hier einen vollwertigen großen Wasserhahn. In dem Sinne auch ganz wichtig, dass auch hier die Töpfe drunter passen. Das heißt, auch wenn man hier mal das Wasser befüllen möchte, ist hier Platz dafür. Und die Truma 4, das heißt immer warmes Wasser zum Spülen ist da. Dann, ich setze mich mal gerade hier hin, dass man mal sieht, wie groß die Küche ist. Das ist ja branchensensationell. Das heißt, du hast da den langen Radstand, du stehst gerade in der Toilette, oder? Genau, ich stehe gerade in der Toilette. Das heißt, das ist auch ein großer Aspekt, wenn es dann doch ums Duschen geht, dass man hier hinten groß den Platz hat. Ich kann die Tür hier einmal schließen.
Kosten. Ich könnte jetzt auch hier nochmal einen Duschvorhang um mich herum ziehen. Und dann habe ich hier tatsächlich groß die Fläche, um auch hier im Stehen zu duschen, wenn ich das möchte. So, innen, das wollen nämlich viele. Genau. Die haben mich gesagt, draußen ist sehr kalt und draußen will man vielleicht auch nicht duschen. Und dann kann ich innen duschen. Man kann auch im Sitzen duschen. Man kann die Toilette auch im Sitzen benutzen, wenn das Dach geschlossen ist. Das geht. Ja, das ist auch hier möglich. Gut, bei 2 Metern. Bei 2 Meter eng, aber trotzdem machbar. Also ich sitze auch hier relativ bequem. Ich kann trotzdem auch noch hier die Flächen schließen. Wäre jetzt auch das Dach oben sozusagen geschlossen, hätte ich trotzdem noch hier die Möglichkeit. Wir wären dann ungefähr auf dieser Höhe hier. Ja. Das heißt, bis 1,90 Meter kommt man da gut zurecht. Und auch ich, wenn ich mich ein bisschen gebückt hinsetze, habe hier Platz. Was ich gut finde, ist, du hast ein extra Waschbecken. Weil viele sagen, ey, ich brauche ja nicht ein extra Waschbecken. Aber viele wollen sich eben nicht nach der Toilette da die Hände waschen, wo sie auch den Abwasch machen, gell? Genau, da habe ich hier ein extra Waschbecken mit drin. Hier auch nochmal, da legen wir auch Wert auf funktionales Design. Man kann gerade hier aufklappen, hat dann hier die Toilettenrolle innen drin versteckt, dass auch die nicht nass wird beim Duschen. Das ist also alles hier drin, sozusagen mit abgeriegelt. Hier nochmal Platz auch für das Handtuch, das man aufhängen kann. Und natürlich der große Duschschlauch bis hin nochmal zu dem kleinsten Stauraum. Seien es die Zahnbürsten, das Duschgel, was man hier noch alles... Das hast du normal nicht, also den Stauraum im Bad. Du kannst alles, was Bad ist, im Bad auch belassen. Musst es nicht woanders hin machen. Dann kannst du hier zumachen. Man kann es auch offen lassen. Dann hast du hier überall noch in der Küche noch ganz viele Stauräume. Zeig auch die mal bitte kurz. Ich fange mal hier an mit dem Kühlschrank, einem Kompressorkühlschrank, ein großer, mit Eisfach sogar mit verbaut. Mit Eisfach. Das heißt, auch hier 55 Liter Kühlschrankvolumen. Hier nochmal das Eisfach mit dabei. Mhm. Und dazu natürlich hier überall die Stauräume, angefangen hier mit der kleinsten Ecke, die genutzt wurde. Seien es Gewürze oder was auch immer man da reinstellen möchte. Man da sind uns versucht. Die FI-Schalter dann alles drin. Genau. Das ist das Steuerelement wie im großen Reisemobil. Truma Kombi, Steuergerät mit drin. Hier hast du 12 Anschlüsse, 230 Volt, auf Wunsch natürlich auch mit Wechselrichter. Dann, guck mal hier, ganz viele Schränke. Ich sag mal, ihr habt so viel Platz, fast wie in einem Reisemobil, oder? Ja, das ist das Schöne hier, also bei dem Fahrzeug auf einer Länge von 5,40 Meter, nur dass man dieses riesen Raumkonzept auch so umsetzen konnte. Zu dem Preis, muss man auch sagen, ja. Überall. Das heißt, wir liegen ja hier in der Basis, wo du beim Volkswagen schon mal locker, ich sag mal, bei 70, 80, 90.000 Euro liegst, ja, in der Ausstattung, aber jetzt haben die keine Dusche und keine Toilette meistens, oder? Genau, das ist hier der Riesenaspekt, gerade beim Van Big City, wir sind im mittleren 60.000 Euro Bereich, so wie er jetzt hier steht, gibt es in der Automatik- und Schaltgetriebe-Varianten. Genau, wie auch gerade die Kamera hier schön zeigt, wir wurden auch da der Sieger beim goldenen Reisemobil der Autobild. Einfach dank diesem Raumkonzept, dass wir es geschafft haben, auf dieser Größe und zu diesem sehr, sehr wettbewerbsfähigen Preis diesen ganzen Komfort und die ganzen Möglichkeiten hier unterzubringen. Ja, schön ist auch, das Dach öffnet sich nach hinten, sodass man hier vorne gar nichts groß umbauen muss. Ihr habt eine Automatik, eine richtige Doppelkupplungsgetriebe-Automatik mit drin. Genau, da hat ja Renault hat ja hier das automatisierte Schaltgetriebe, wobei auch das sehr, sehr einen sehr guten Ruf hat. Gerade beim Trafic von Renault sind wir also da sehr gut bedient. So, sehr schön. So, da sind wir mit drin. Kurze Frage, Doppelkupplung-Schaltgetriebe oder automatisiertes Getriebe? Ich meine ein automatisiertes Getriebe. Gut. Wir schreiben es aber rein, weil zuletzt hat der Kollege gesagt, Doppelkupplungsgetriebe. Ach, dann, Entschuldigung. Ja. Könnte sein. Also es ist nicht so schlimm, man muss auch fairerweise sagen, ich glaube in dem großen Master, in dem Kastenwagen, da ist automatisiertes Schaltgetriebe drin. Genau, im Kastenwagen haben wir das automatisierte Schaltgetriebe. Hier ist es tatsächlich richtig, der Trafic mit der neuen Variante 2022 hat hier schon das Doppelkupplungsgetriebe. Weiß ich aber nur, weil euer Werkstattchef, mit dem ich das Video gemacht habe, mir das gesagt hat eben. Ja. Also nicht, dass die Leute denken, ich weiß mehr wie du oder so. Weil Master und Traffic und so, das ist alles neu für mich. Jetzt sieht man auch die 2-Meter-Variante. Du hast richtig viel Sitzplatz. Hier können locker 4 Leute sitzen oder 5 Leute sogar, oder? Man hat hier wunderschön den Platz, auch da man den Tisch komplett variabel verstellen kann, hier auf die gesamten Längen und Tiefen. Mhm. Ich hebe den jetzt mal kurz an, da muss hier einmal etwas angehoben werden und kann dann verstellt werden. Das Geniale ist, du musst die Sitze nicht drehen. Das finde ich so klasse, weil normalerweise mein VW-Bus muss, hältst du an, da drehe ich die Sitze, drehe ich sie nicht. Hier kannst du nach hinten gehen und bist direkt bereit, kannst was arbeiten. Das ist doch toll, auch für gewerbliche Anwendungen, oder? So Bauleiter und so. Kommt tatsächlich ganz oft vor, ja, dass wir gerade Bauleiter, Ingenieure, ich hatte jetzt das erste Mal eine Seelensorgerin hier, die die gerade zu Notsituationen kommt, wo irgendwelche schweren Unfälle waren. Und auch hier dann tatsächlich einfach diese Seelensorge, die Betreuung ihrer Klienten auch hier drin direkt. Weißt du, was ein Riesenplus ist, wenn du unterwegs bist auf Dreharbeiten? Du machst einfach nur die Heizung an, weil das ist nicht wie die Standheizung Diesel, sondern du hast eine Wärme, die ist so sensationell. Und dann steigst du ein nach einem kalten Dreh und bist im warmen Fahrzeug mit drin und alle anderen, die kotzen, weil einfach die gehen ins Auto rein, minus
3 Grad und da bist du drin, hast dann 20 Grad, der hält die auch locker. Dann ist natürlich auch die Geräuschentwicklung dadurch, dass du ja hier die Matratze drüber hast und das Dach und den Verschluss hinten. Also dadurch hast du natürlich vorne unglaublich leises Fahrzeug, oder? Genau, das ist ein Riesenaspekt. Die Fahrgeräusche bei dem Fahrzeug sind minimal. Das heißt, da wir auch hier die Originalfenster von Renault noch mit drin haben. Das fällt gar nicht auf außen, glaube ich. Also es fällt nicht so sehr auf als Reisemobil. Man kann sogar die Markise weglassen. Ja. Genau, man kann sogar die Markise weglassen und dann, wie du sagst, fällt es kaum auf, dass hier drin gewohnt wird. So, 10 Minuten vielleicht noch hier kurz öffnen. Sollen wir da mal gucken. Ich finde die Heckküche sensationell, wirklich sehr. Denn viele werden jetzt sagen, na, im Winter campen macht da keinen Spaß, aber allein die Höhe, die ich jetzt mehr habe. Habt ihr Thermomatten innen für den Winter? Wir haben Thermomatten, gibt es tatsächlich. Wir haben sie jetzt selber nicht immer serienmäßig mit dabei, kann man aber auch hiermit erwerben, dass man direkt die Thermomatten innen noch an die Scheiben mit dran machen kann. Auch für das Zelt gibt es auch Thermomatten? Auch da. Im Zubehör? Oder? Es gibt tatsächlich eine Art Thermoüberhang, den man erwerben kann bei den meisten Campingausstattern, dass man also wie so einen Thermo, eine Thermohaube drüber setzt. Oben drüber setzt, wenn ich jetzt länger stehe. Und dann habe ich nämlich überhaupt kein Problem mehr. Dann kann ich echtes Wintercamping machen mit der Truma. Das ist da. Komm, wir gehen raus. Goldene Reisemobil. Kurze Abmoderation, kurz und knapp. So eine F45S noch drauf, interessant auch, alles wirklich schön gemacht, das ganze Aufstelldach geht nämlich hier nochmal an der Seite nochmal hoch, dass du etwas mehr Stehhöhe auf der Seite hast. Hallo? Sie kennt meine Stimme? Nee. Sehr gut. Wenn Big City Modell 2022, wie er hier steht, Grundpreis 53.300, wie er hier steht 73.992 und auch ohne Steuer, ohne Mehrwertsteuer für gewerbliche Anwender 62.176 Euro. Verkauft ihr oft das Auto? Ja, also der Van Big City ist tatsächlich sehr gefragt. Das ist jetzt auch hier die komplette Vollausstattung mit dem größten Automatikgetriebe, dem größten Motor mit 170 PS im Automatikgetriebe. Vollkommen ausgestattet. Wie gesagt, wir kriegen dieses Fahrzeug im Bereich zwischen einer mittleren 65 bis auch aufgestockt bis zu einer 74.000 hin. Was habt ihr denn gekauft? Darf ich euch mal fragen? Ja, einen Ahorn. Welchen? 50. 55 habt ihr gekauft. Welche ist das, der hier steht? Automatik mit der da. Nicht die Black Edition. Nicht die Black Edition, aber dieser Grundriss innen, oder? Ja. Okay. Genau. Du wolltest ja längst Einzelbetten haben, aber ihr habt euch geeinigt. Wir haben uns geeinigt auf den kürzeren, ja. Das heißt, du musst aber mit deinem Mann ganz, ganz eng kuscheln, oder? Kein Problem. Du liebst ihn ja. Ja, klar. So, es gibt übrigens ein Video von euch beiden, da haben wir euch gezeigt, ihr habt heute Hochzeitstag. Du hast das geschenkt bekommen von deinem Mann? Nee, habt ihr zusammen gekauft? Ja. Das haben wir zusammen gemacht, ja. So ist das. Ihr kommt aus Heilbronn, der Nähe? Geschenk. Tolles Hochzeitsgeschenk, finde ich, oder? Ja. Okay, klasse. Ja, dann viel Erfolg mit dem. Er kommt wann? Wann wird er geliefert? Ende Dezember. Ende Dezember. Ja. Dieses Jahr? Dieses Jahr noch. Wie, 22? Ja. Habe ich gehört, die Kastenwagen könnt ihr schnell liefern, oder? Genau, wir sind da in einigen Varianten noch sehr schnell lieferbar. Das heißt, auch bei vielen Kunden können wir noch dieses Jahr den Traum erfüllen. Wie war denn das Kauferlebnis? Super. Der Markus ist auch nett, oder? Ich glaube, hinten der Markus hat es euch verkauft, oder? Herr Markus, ja. Okay, so ist das. So, ihr seid doch keine Schauspieler, ihr habt wirklich heute ein Auto gekauft. Ja, gut. Nein. Danke. Und das ist übrigens der Star in dem Film. Da bitte guckt euch das Video an. Das ist der Chico. Chico. Mach mal Sitz, Oh, Wein. Tschüss euch allen. Ciao. Übrigens hier sonntags sogar geöffnet. Schautag. Ciao.